Vertreter des diplomatischen Korps, Vertreter der Politik, lieber Herr Oberbürgermeister Nimsch, Vertreter der Kirchen, Mitglieder des Hochschulrats, lieber Herr Kollege Holzgrewe als unser heutiger Festredner, Frau Holzgrewe, Präsidenten und Mitglieder der Rektorate der anderen Hochschulen, Rektoratsmitglieder, Kolleginnen und Kollegen, Vertreter der Stiftungen, Spektabilitäten, Senatorinnen und Senatoren, Ehrenbürger und Träger der Medaille unserer Universität, lieber Herr Kranz als Vorsitzender der Universitätsgesellschaft, Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kurzum, verehrte Festversammlung. Im Namen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn heiße ich Sie alle auf das Herzlichste zur Eröffnung des 194. akademischen Jahres willkommen. Sie haben es gemerkt, 2018 werden wir 200 Jahre alt. Ich beginne mit den Proklamationen. Im Berichtszeitraum haben in drei Fakultäten Dekanswahlen stattgefunden, mit Amtsantritt jeweils am 1.10.2012. Für das neue akademische Jahr proklamiere ich die Dekane der Evangelisch-Theologischen Fakultät, Prof. Dr. Udo Rütherswörden. Den wiedergewählten Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Ulf Meissner. Und den Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Peter Stehle. Wie Sie haben sehen können, der Konkurrent mit der Kette. Ja? Das hat eine besondere Bewandtnis, kann Herr Stehle Ihnen bei Gelegenheit erklären. Zum Ende des vergangenen Wintersemesters haben wir einen neuen Senat gewählt, den ich auch hier traditionsgemäß proklamiere, als wiedergewählten Vorsitzenden Professor Wernert, als Stellvertreter Professor Kuhlmann, als Senatorin und Senatoren aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, aus der Katholisch-Theologischen Fakultät Professor Schölgen, aus der Evangelisch-Theologischen Fakultät Professor Kress, aus der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät Professor Kindhäuser und Professor Kräkel, aus der Medizinischen Fakultät Professor Pietsch und Professor Frenzen, aus der Philosophischen Fakultät Professor Konermann und Professor Fössing, aus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät Professor Beck, Professor Bartholomäus, aus der Landwirtschaftlichen Fakultät Professor Kuhlmann und Professor Grundler und als Senatorinnen und Senatoren aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen Dr. Claudia Leutner, Dr. Thorsten Kraska, Dr. Marie-Luise Koch und Dr. Doris Lehmann und aus der Gruppe der Senatoren und Senatoren aus der Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Norbert Bohrengesser, Raja Bernhardt, Albert Flock und schließlich als Senatorinnen und Senatoren aus der Gruppe der Studierenden Niklas Beckmann, Jakob Hornheber, Alice Barth und Martin Rademacher. Ich wünsche den neu gewählten Amtsträgern in ihren vielfältigen Tätigkeiten Glück und Erfolg und danke zugleich all denen, die sich als Dekane und Senatoren im vergangenen akademischen Jahr mit großem persönlichen Einsatz um unsere Universität verdient gemacht haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gehört vermutlich zum Kern unserer Wahrnehmungsgewohnheiten, dass Evidenzen quantitativ erzeugt werden. Es ist das Zählbare, das einen Vergleich zu anderem Zählbaren auf einer gemeinsamen Skala ermöglicht. Solche Skalen sind parametergesteuert und insbesondere die Korrelation einzelner hoher positiver Parameterergebnisse gilt als Zeichen großen Erfolgs. Nein, meine Damen und Herren, keine Sorge, ich mache so nicht weiter. Sie müssen nicht befürchten, jetzt einen Oberseminarvortrag von mir zu hören. Ich wollte nur einleitend erklären, dass sich die Universität Bonn auch nach solchen Maßgaben in der Hochschullandschaft aus meiner Sicht sehr gut sehen lassen kann, selbst wenn unser Zukunftskonzept und einige weitere Initiativen in der Exzellenzinitiative nicht gefördert wurden. Aber immerhin haben wir zwei Cluster erhalten, die Fortsetzung des Mathematischen und das neue Cluster Immunosensation und auch die Graduiertenschule Physik, Astrophysik, die mit Köln zusammen betrieben wird, ist weiter bewilligt worden. Ich habe mich übrigens sehr über die spontane Gratulation der Ministerin
und des von Frau Klaassen geleiteten Referates gefreut. Allen an den Initiativen Beteiligten und allen Unterstützerinnen und Unterstützern meinen ganz herzlichen Dank. Ich finde, das ist ein sehr schöner Erfolg, wenn man weiß, wie hart der Wettbewerb war und welche Zufälle immer im Spiel sind. So muss man aber auch all jenen Initiativen großen Respekt zollen, die noch nicht zum Zuge kamen. Es ist vielfach prämissenabhängig, wie entschieden wird, und oft findet eine schmale Gratwanderung zwischen Ja und Nein statt, die auch andere als nur wissenschaftliche Gesichtspunkte geltend werden lässt. Ich hoffe daher, dass die Entmutigungsrate bei den nicht geförderten Projekten nicht zu hoch ist. Die wissenschaftlichen Konzepte tragen ja, wie modifiziert auch immer, in der Regel weiter. Und wir haben in anderen Wettbewerben ja auch, ich bleibe beim Zählbaren, in zählbarer Hinsicht sehr erfreuliche Ergebnisse aufzuweisen. Ein neuer Transregio, der Karl Meißner ist der Sprecher, zwei DFG-Forschergruppen, der Forschungsbau Detektorphysik, ein BMBF-Schwerpunkt, zwei Leibniz-Preisträger, zwei Alexander von Humboldt-Professuren, ein Sofia Kowalewskaja-Preis, ein ERC Starting Grant, zwei ERC Advanced Grants, eine Lichtenberg-Professur und vieles andere mehr sind in diesem Jahr neu hinzugekommen. Und so haben wir insgesamt, um nur die koordinierenden Verfahren zu nennen, im Augenblick zwei Exzellenzcluster, eine Exzellenzgraduiertenschule, 13 SFBs, 15 Forschergruppen, drei DFG-Graduiertenkollegs, 11 BMBF-Verbundprojekte, zwei Forschungskollegs und so weiter, die aktuell gefördert werden. Also, um in der Sprache der Zahlen oder sollte ich sagen, in der kaufmännischen Buchführung zu bleiben, die Bilanz ist aus meiner Sicht sehr gut, auch wenn dies leider immer noch recht ungleich zwischen den Fakultäten verteilt ist. Besonders erfolgreich ist hier die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät, die im Augenblick, das stimmt, Frau Zwonig, schaue ich nochmal an, auf Platz 1 aller DFG-Bewilligungen in Deutschland ist. Eigentlich sind alle relevanten Kennzahlen in den letzten drei Jahren angestiegen, Drittmittel, Studierendezahl, Zahl der Preise und Auszeichnungen. Und ich erwähne dies ausdrücklich nicht, um das amtierende Rektorat dafür im positiven Sinne verantwortlich werden zu lassen. Dies wäre eine doch zu schlichte Form der kausalen Zuschreibung. Ich erwähne es aber doch, um überhaupt deutlich zu machen, dass man wohl nicht sagen kann, dass sich diese Universität nicht nach vorn bewegt. Die Unterschiede zwischen den Disziplinen erfolgen, haben sowohl genealogische als auch fachkulturelle Gründe, Formen kooperativer Forschung, und dies sind ja die besonders drittmittelrelevanten Bereiche, lassen sich in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen eben auch nur unterschiedlich leicht oder schwer realisieren. Wie auch immer man dies bewerten mag, und durchaus im Angesicht der Tatsache, dass wir auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften auf dieser Ebene noch nachzuholen haben, das Gesamtergebnis ist für uns wichtig und da stehen wir aus meiner Sicht gut da. Ich bin in diesem Sinne der festen Überzeugung, trotz aller anderen Meinungen, die ich auch respektiere, der festen Überzeugung, dass die Forschung ein zentraler Motor unserer Universität sein muss. Sie war es in den letzten Jahren und sie soll es auch zukünftig bleiben. Denn es ist die sehr gute Forschung, die alles Weitere anzieht. Sehr gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sehr gute Studierende und auch sehr gute weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dennoch glaube ich, dass man nicht mit falschen Alternativen operieren sollte. Forschung steht in diesem Sinne nicht gegen Lehre und Spitze steht nicht gegen Breite. Ein Entweder-Oder-Schema ist zwar ein beliebtes Spiel, meist aber auch eine wenig zielführende Vereinfachung, egal von welcher Seite der Differenz man blickt, sei es von der Forschung, sei es von der Lehre. Man sollte schlichten Unterscheidungen im Übrigen niemals glauben, denn sie gehen in der Regel an der Wirklichkeit vorbei. Vielmehr gilt auch hier Tertium Dator, es gibt etwas Drittes. Dies betrifft etwa die Lehre. Um wirklich gute Studierende zu bekommen, muss man, gut aufeinander abgestimmt, Breite und Spitze fördern und vor allem, man muss sie leider mehr als noch in früheren Zeiten um sich bemühen. Die komplexe und, wie Sie alle wissen, sehr heterogene Bildungs- und Wissenschaftslandschaft erzeugt keine Automatismen. So ist es ja auch immer mehr oder weniger zufällig, auch von sozialen Kriterien abhängig, an welcher mehr oder weniger engagierten Schule unsere zukünftigen Studierenden waren oder was sie bei aller Begabung haben lernen können. Und für eine Einschätzung solcher Begabungen helfen die Noten allein nicht weiter. Man muss also eine recht große Zahl von Studierenden immer auch ausbilden, um dann eine wissenschaftliche Spitze zu erhalten und auch die anderen
angemessen fördern zu können. Um hier von Anfang an die richtigen Weichenstellungen zu geben, bemühen wir uns sehr früh, auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen. Unser Dezernat 8 hat, Sie wissen das sicher, im Zusammenspiel mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen eine ganze Palette von Angeboten entwickelt. Von der Schüleruni und der Wissenschaftsrallye über die Hans-Riegel-Fachpreise, das Programm Fördern, Fordern, Forschen und die vielen spezifischen Maßnahmen zur Heranführung, insbesondere von Schülerinnen an die MINT-Fächer. Zuletzt ist jetzt die Ausrichtung des Regionalwettbewerbs von Jugend forscht an der Universität Bonn hinzugekommen. Wir haben einzelne Schulkooperationen geschlossen und im Rahmen der anlaufenden Lehrerausbildung wieder Kontakte zu sehr vielen Schulen aufgebaut. Systematisch stehen wir vor dem Problem, dass vor etwa 40 Jahren, als ich mein Studium begann, ein Problem, das so noch gar nicht deutlich wurde. Es geht immer mehr um die Adaptivität zwischen Übergängen bei einer immer größeren Teilnehmerzahl im Bildungs- und Wissenschaftssektor. Diese Adaptivität ist gekoppelt mit einem Beschleunigungsdruck, der mit Verschulungsmaßnahmen umzusetzen versucht wird. Daraus entsteht eine Mechanik in der Steuerung und Bewertung von Lehr- und Lernprozessen, die es eben nicht zulässt, dass sich individuelle Lebensläufe entwickeln können. Gleichzeitig werden in der Rhetorik der Personalrekrutierung Sprachspiele gepflegt, die insbesondere Flexibilität und Kreativität als Ausbildungsziele in den Mittelpunkt stellen und damit auch oft auch indirekt unterstellen, dass das eigentliche Fachwissen gar nicht so entscheidend sei. Dagegen hat die Universität aus meiner Sicht Sozialisation durch Wissenschaft zu setzen. Ein Vertrautwerden mit den wissenschaftlichen Inhalten und Verfahren, das auf weniger reglementierte Weise vonstatten geht und in dessen Rahmen sich auch Persönlichkeitsbildung vollziehen kann. Die Rede von den straff organisierten Studiengängen erinnert mich auch viel zu sehr an das Militär. Wir sind weder Militär noch Wirtschaft. Die Hochschule ist aus absolut notwendigen Gründen etwas anderes. Und wenn uns nicht zuletzt die neuen Studiengänge diese Straffung beschert haben, so bietet die anstehende Reakkreditierung die Möglichkeit zu entschleunigen. Es wäre nur wichtig, dass auch die Politik dies akzeptiert und ihren Modus der Mittelverteilung nicht nach der viel zu einfachen Gleichung Schnelligkeit ist gleich Effizienz organisiert. Eine so gestiegene Teilnehmerzahl an Wissenschaft und Bildung erzwingt Strukturbildung und die immer stärkere Organisation und wechselseitige Abstimmung von Prozessen. Wenn eine Organisation Gefahr läuft, den Status unüberschaubarer Komplexität zu erreichen, und in diese Gefahr laufen alle unsere Universitäten, aus meiner Sicht, gilt es gegenzusteuern. Dies wiederum ist nur möglich mit zusätzlichem Personal. Wir sind sehr froh, dass wir durch die Mittel, die wir aus dem Programm Qualität der Lehre im Wettbewerb errangen, nun fast flächendeckend sogenannte Studiengangsmanager einstellen konnten. Anders nämlich ist der mit hohem Aufwand gestiegene administrative Betrieb der neuen Studiengänge nicht mehr zu bewältigen. Dies wiederum zieht eine Verbesserung und zum Teil Neuaufstellung der IT-Infrastruktur nach sich, sowohl in organisatorischer als auch in operativer und bautechnischer Hinsicht. Dies alles sind Kostenfaktoren, das auch der Politik nochmal gesagt, die dauerhaft eigentlich nur durch Umschichtung aus dem Etat für Forschung und Lehre bewerkstelligt werden können. So wächst die Universität immer stärker zu einer optimierten Organisation, die nun vielen Ansprüchen gerecht zu werden versucht und vieles dann leisten muss, was sich vor 40 Jahren noch niemand hätte träumen lassen. Die gesteigende Teilnehmerzahl an Bildung und Wissenschaft, und zwar auf allen Ebenen zwischen Schule und Forschung, macht zugleich Maßnahmen interner Differenzierung notwendig, will man Begabungen erkennen und angemessen fördern. Eine Maßnahme, mit der die Universität Bonn im Sinne einer Chancenermöglichung reagiert, ist die Einrichtung einer Honors Academy und bei einem ihr angesiedelten Honors Program. Dieses Programm verfolgt das Ziel, begabten und zugleich engagierten Studierenden ein fächerübergreifendes Zusatzlehrangebot zu machen. Auf diese Weise soll versucht werden, den Kerngedanken von Universität, nämlich Wissenschaft als die Verbindung der Wissenschaften untereinander, schon in der Studiumsphase fest zu verankern, etwa auch dadurch, dass man in unterschiedliche Wissenschaftskonzepte und Wissenschaftskulturen systematisch eingeführt wird.
Wir alle stehen jetzt durch den doppelten Abiturjahrgang vor zusätzlichen Herausforderungen. Grundsätzlich sind wir dem BMBF und dem Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen dafür dankbar, dass für diesen doppelten Abiturjahrgang zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Wichtig wäre es allerdings, dass auch das BMBF den Mittelansatz den neuen Prognosen der Kultusministerkonferenz und den nun sich allmählich verdichtenden Erfahrungen anpasste. Es wird sich nicht um ein Phänomen der nächsten 3 oder 4 Jahre handeln. Es wird sich zumindest um einen Zeitraum von etwa 10 Jahren handeln, auf den wir zusteuern. Wir haben uns, soweit dies machbar war, auf diese Situation einzustellen versucht und ich bin den Mitgliedern der dafür gebildeten Taskforce sehr verbunden, dass sie die Aufgabe der Regelung der damit verbundenen Prozesse übernommen hat. Manche Dinge lassen sich allerdings nicht allein mit zusätzlichen Mitteln bestreiten oder in kurzer Zeit lösen. Dazu gehören einmal die räumlichen Voraussetzungen, Seminarräume, Vorlesungsräume unter Brandschutzbedingungen. Ich sage ganz ausdrücklich Brandschutzbedingungen und eröffne damit ein weites Assoziationsfeld, dessen Ausgestaltung ich Ihnen selbst überlassen möchte. Noch schwieriger zu lösen ist allerdings für den doppelten Abiturjahrgang zumindest die Wohnraumsituation. Sie werden vielleicht die Aufrufe eines von den Hochschulen organisierten runden Tisches an die Bonner Bevölkerung in der Medienberichterstattung gesehen haben. Wir sind hier, weil das Studentenwerk seine Kapazitäten wohl nicht leicht erhöhen kann, auf bezahlbaren Wohnraum in Bonn und Umgebung angewiesen. Und dies in einer Stadt, die ja gerade nicht zu den billigen Mietarealen gehört. Wir setzen hier sehr, sehr auf die Bereitschaft der Bonner Bevölkerung, frei werdenden oder schon leerstehenden Wohnraum anzubieten. Wir würden auch gerne unsere Alumni ermuntern, uns hier zu helfen. Und wir wären sehr dankbar, und darauf können wir sicher zählen, dass die Universitätsgesellschaft sich ebenfalls dieses Problems mit annehmen wird. Wir sind im Übrigen sehr froh, dass Konrad Beikircher uns zugesagt hat, für die große Kampagne um städtischen Wohnraum im nächsten Jahr uns zu unterstützen. Wir kommen damit bei etwas an, was aus meiner Sicht eine ebenso hohe Wertigkeit hat, ohne dass sein exakter Wert immer ermittelt werden könnte. Man könnte es auch das Reich des Nichtzählbaren nennen. Dazu zählt vieles. Da ist erstens der persönliche Einsatz, den die Mitglieder und Freunde der Hochschule erbringen. Da ist das Freiwillige, das getan wird. Da ist der Enthusiasmus zur Wissenschaft, ohne den die Wissenschaft und die Universität nur eine verwaltete Sache wäre. Da ist auch die Annahme von Reziprozität, von Wechselseitigkeit, die aber nicht immer eins zu eins sich widerspiegeln muss. Da ist schließlich auch eine Kultur des Vertrauens. Nicht auf Vertrauen zu setzen, ist naiv, sondern ist naiv zu glauben, dass solches Vertrauen durch Controlling ersetzt werden könnte. Und es ist ebenso naiv zu glauben, dass sich Individuen unter dem Stichwort von Human Capital Resource wiederfinden würden. Das tun sie nicht. Und das ist gut so. Man darf die Wertigkeit symbolischer Gesten und symbolischer Ordnungen auch für die universitäre Zusammenhänge nicht unterschätzen. Viele Bereiche, die die Hochschulen in den letzten Jahren bedeutend ausgebaut haben, sind Einrichtungen, die eben auf Vertrauen basieren. Sie geben das Versprechen, dass eine Interaktion mit der eigenen Einrichtung auch dem anderen dient. Hier sind sowohl der Umgang mit der Öffentlichkeit zu nennen, als auch die Bitten um Unterstützung durch mögliche Gönner. Hier ist aber auch eine Pflege internationaler Beziehungen zu sehen, die die Studierenden nicht als Cash-Cows behandelt und die internationalen Gäste herzlich aufnimmt. Dasselbe gilt für Austauschprogramme, Partnerschaftsabkommen, länderübergreifende Forschungsprojekte und vieles andere mehr, für die man sich zwar angewöhnt hat, ihnen eine strategische Bedeutung zuzumessen, die aber ausschließlich funktionieren auf der Basis persönlicher Beziehungen, persönlichen Vertrauens. Dies gilt auch für die Gewinnung und Förderung von Personen, für Gleichstellungsfragen, für die Bemühungen, auch für die Kinder und Lebenspartner der Hochschulmitglieder etwas zu tun, für das Zugehen auf unsere Absolventen, unsere nationalen wie internationalen Alumni und vieles andere. Bei aller Dominanz modernen Wirtschaftens läuft aus meiner Sicht die Idee des Gabentausches, die der Soziologe Marcel Mauss um 1900 ausgearbeitet hat, als Subtext immer mit. Für eine Universität sind dies alles Elemente in einer umfassenden Form von Bindungsarbeit, die natürlich Früchte trägt, aber die man ebenso wenig ausrechnen kann
wie man Lebensläufe ausrechnen kann. In diese Bindungsarbeit, in nationale wie internationale, investiert die Universität Bonn seit einigen Jahren sehr viel und sie ist, wie ich glaube, insgesamt erfolgreich. Wenn man auch immer alles verbessern kann, so halte ich unsere Pflege internationaler Beziehungen und unsere Versuche, wohlmeinende Menschen an die Universität zu binden, für bis dato ausgezeichnet gelungen. Auch wenn es den sehr diversifizierten universitären Alltag prägt, ich kann Ihnen all die damit verbundenen Ebenen zwischen Partnerschaftsabkommen, Veranstaltungen für eine interessierte Öffentlichkeit, Kita-Bau und Dual Career an dieser Stelle auch deswegen nicht aufzählen, weil sie zu vielfältig geworden sind und einen ganzen Strauß von Maßnahmen beinhalten würden, die man besser in einem Jahrbuch nachlässt. Nur so viel aus dem zuletzt genannten Bereich. Wir sind 2011 als familienfreundliche Hochschule zertifiziert worden, haben ein Familienbüro etabliert und eine neue Kita kann jetzt hoffentlich auch bald gebaut werden. Für alles andere lesen Sie einfach die Zahlen und Daten des Rechenschaftsberichtes, der Homepage, der Berichterstattung unserer Pressestelle. Insofern steht auch der Ausbau der universitären Infrastruktur, der insbesondere unser Dezernat 4 und die jeweils betroffenen Fakultäten beschäftigt, durchaus neben der Tatsache leider, dass er wirklich große Summen bindet, stets in der Kontaktzone des Umfelds, in dem er sich vollzieht. Dies sind vornehmlich die Bürgerinnen und Bürger von Bonn und Umgebung. Ich denke, wir bemühen uns wechselseitig um ein einvernehmliches Verhältnis. Manchmal gelingt es noch nicht optimal, aber aus meiner Sicht eigentlich immer besser. Wir können hier leicht auch an einen bekannten Bonner Politiker, an Konrad Adenauer, anknüpfen, der in einer Parlamentsdebatte Geld zu machen wusste, dass es durchaus von Vorteil sein könnte, wenn man sich wechselseitig erträglich findet. Ich bin Oberbürgermeister Nimsch und den politischen Spitzen aller Parteien sehr dankbar für ihren persönlichen Einsatz, das nicht zählbare eben, den persönlichen Einsatz, den sie der Universität entgegenbringen. Ich hoffe gerade für die großen und leider auch sehr teuren Baumaßnahmen der nächsten Jahre, den Campus Poppelsdorf, den Campus Endenich, hier auf eine gedeihliche, störungsfreie Zusammenarbeit. Und um es deutlich zu betonen, die Universität Bonn sieht sich nicht als Stadt in der Stadt, sondern, wie es ihr als zweitgrößtem Arbeitgeber mit rund 30.000 Studierenden auch gut ansteht, als Teil der Stadt und des Umlandes. Es geht also immer um gemeinsame Projekte. Diese gemeinsamen Projekte binden auch dann zusammen, wenn sie vermeintlich nur der Wissenschaft dienen. Aber alle Schwerpunktbereiche der universitären Forschung, durchaus im Konzert und in der Kooperation mit den benachbarten außeruniversitären Forschungseinrichtungen, strahlen automatisch in die weiteren Teilbereiche der Gesellschaft aus, auch wenn die Wissenschaft sich nicht als angewandte Forschung versteht. Überhaupt ist die schlichte Entgegensetzung von Grundlagen und angewandter Forschung wenig tauglich, um Wirklichkeit abzubilden. Die Universität ist als forschungsstarke, breit aufgestellte Einrichtung bietet eine große Mannigfaltigkeit an Hinsichten und Erkenntnissen. Dies gilt für die definierten wissenschaftlichen Schwerpunkte, es gilt für die Erfolge und achtbaren Ergebnisse der Exzellenzinitiative, es gilt aber genauso für bahnbrechende Aufsätze und Monographien und es gilt für die neuen, vielversprechenden, zum Teil kooperativen Initiativen, die den einen oder anderen Aspekt der weltgesellschaftlichen Herausforderungen berühren. Im Geoverbund mit Aachen, Jülich und Köln, Stuttgart ist freundlicherweise da, in der Kooperation mit den UN-Einrichtungen, etwa dem bald startenden weltweit ersten Joint Master mit der United Nations University, den wir glücklicherweise, wenn ich sagen darf, trotz der New Yorker Juristen unter Dach und Fach gebracht haben, dem Bion-Netzwerk, dem Bioeconomy-Verbund mit Aachen, Düsseldorf und Jülich, unserem neu gegründeten Forum Internationale Wissenschaft Bonn mit den Schwerpunkten Strukturen demokratischer Gesellschaften, Wissenschaftsforschung und transdisziplinärer Entwicklungsforschung. Hier bauen wir auf das Netzwerk aller vor Ort beteiligter Institutionen und hoffen auf gemeinsame Projekte, auf Informationsaustausch und eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit. Wichtig aber ist, dass alle diese Initiativen wissenschaftsgetrieben sind. Es gibt aus meiner Sicht viele Kontaktstellen zwischen Wissenschaft und Politik, aber keine Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer überwiegend politikgetriebenen Steuerung von Wissenschaft. Ich erwähne dies ausdrücklich im Blick auf zurzeit diskutierte politische Programme und die Aktivitäten einzelner,
auch bundesweit agierende Einrichtungen. Hochschulen sind natürlich Hochschulen der Gesellschaft, sind als solche Teile des Wissenschaftssystems der Gesellschaft. Sie stehen aber nicht einem undefinierten anderen, welches Gesellschaft heißt, entgegen. Wie dies im Übrigen auch für die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme gilt. Man muss sich also klügere Modelle der Interaktion ausdenken, als die Forderung nach einer durch Steuergelder legitimierten Einflussnahme der Politik auf die Wissenschaft. Unter anderem, um dieses Ziel autonomer Wissenschaftsentfaltung zu verfolgen, haben sich 15 deutsche Universitäten, die forschungsorientiert sind und zugleich medizinische Fakultäten haben, vor wenigen Tagen zu einem Verein zusammengeschlossen. Ich freue mich, dass von den nordrhein-westfälischen Universitäten Bonn, Köln und Münster in diesem Verbund der U15 oder German U15 repräsentiert sind. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung, glaube ich, für uns alle. Ein solcher Zusammenschluss macht auf einer recht hoch aggregierten Ebene deutlich, dass Universität nur als eine gemeinsame Bemühung aller an ihr Beteiligter gelingen kann. Dies als Zusammenspiel von Rektorat, Zentralverwaltung und Fakultäten noch besser zu gestalten, mache ich mir persönlich zur Aufgabe des neuen akademischen Jahres. Universität als gemeinsames Anliegen, auch atmosphärisch, als ein Klima zu akzeptieren, ohne die Zentrifugalkräfte der disziplinären und persönlichen Eigeninteressen zu verkennen oder zu verneinen, setzt aber meiner Ansicht nach voraus, das Nichtzählbare als einen genauso wichtigen Faktor wie das Zählbare anzuerkennen. Dafür bedarf es wiederum im akademischen Wettbewerb einer Haltung, die sich vom beschleunigten wechselseitigen Todrüsten um Personen, Ressourcen und Reputation durchaus manchmal zurückzutreten getraut. Ob Sie mir auf diesem Weg im akademischen Jahr 2012, 2013 folgen mögen, weiß ich nicht. Ich würde mich aber über einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter herzlich freuen. Vielen Dank.